Ja, und damit herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Projekt von uns beiden. Ja, herzlich willkommen zu Super Mario 3D World. Ja, gerade bei uns erschienen. Wir gehören diesmal auch zu den coolen Leuten, die das Spiel einen Tag vor Release haben. Ja. Stimmt, das ist so eine Ausnahme, ne? Ja, das wollte ich ausnahmsweise mal erwähnen. So, ja, ich weiß nicht, sollen wir einfach mal starten, ja, ne? Ja, klar, anfangen. Um Energie zu sparen, bla bla, unnötig. So, ja. Ich spiele mit Gamepad und mit Todd. Wo bin ich denn jetzt? Achso, ich muss... Ah, ich kann entweder Mario, Luigi, Peach und so, ne? Ja. Ah, komm, machen wir mal klassisch. Ich mach Mario. Ich mach mal mit Mario, ja klar. Ich war ja immer Mario, ne? Mhm. Bei unseren ganzen Projekten, da muss ich doch jetzt auch Mario sein. Oh, Sequenz. Ein Feuerwerk. Mhm. Spannend. Haben zwar schon alle im Trailer gesehen, aber gut. Genau. Ja. Ist das Silvester eigentlich bei denen? Könnte sogar sein. Boah, da habe ich jetzt bald auch wieder Bock drauf auf Silvester, Mann. Richtig knallt das. Oh, was ist das denn? Eine... Transparente... What the fuck? Ja, die Klempner, die machen alles wieder gerade. Okay, das kann ich tatsächlich noch nicht. Und ja, da kommen die neuen Items und so raus, ne? Und diese ominöse grüne Fee. Ach du Scheiße. Scheint in Not zu sein. Bowser hat die anderen Feen eingesperrt. In Flaschen. Ja. Yep. So wie bei Zelda im Prinzip. Da sperrt man auch immer Feen in Flaschen ein. Oh, da ist er ja auch schon, ne? Ja. Episch, wie der aus so einer kleinen Röhre rauskommt. Wie so ein Flaschengeist. Genau. Und schon hat er die nächste erwischt. Und er verpisst dich natürlich. Oh, Peach will auch noch hinterher. Na klar. Ja, da sind sie auf einmal dann schnell. Genau. Peach ist weg, nicht schon wieder. What the fuck? So. Ja, auch das dürften alle kennen. Ja, aber wie gesagt, es ist eine epische neue Story, obwohl ich das noch gar nicht gesagt habe. Und, ja gut. Darf natürlich jeder selber beurteilen, wie episch das denn hier ist. Auf einmal sind Luigi und Peach weg. Ja, egal, aber das sind jetzt unsere Charaktere hier. Boah. Ich glaube, du kannst bestimmen, wo es lang geht. Ach so, ne? Ich bin der Einzige, der hier Entscheidungsfreiheit hat. Genau, und das erste Mal haben wir eine richtig geile Overworld. Wir können uns frei bewegen. Boah, geil, ey. Und ja. Was kann man auf der Oberwelt alles machen? Münzen einsammeln kann man anscheinend. Das sind irgendwelche Fragezeichen. Geh mal zu dem Fragezeichen-Ding hin. Ach so, das was hier? Ist das? Ach, das ist wahrscheinlich denke, das nächste Level, da ne? Kommen die nächsten Level und raus. Und weiter können wir noch nicht gehen. Das heißt, das ist das erste Level. Und wir starten einfach mal. Genau. Boah, und jetzt werdet ihr sehen, wie schlecht ich einfach nur in 3D-Marios bin. Denn ich habe gar nichts mehr im Kopf, was Steuerung und so angeht. Ja. Das kann Aaron euch vielleicht sogar besser erklären. Und ja, endlich kann ich mich mal wieder frei bewegen. Mhm. Ich bin nicht auf meinen Bruder angewiesen, das ist gut. So. Was ist eigentlich mit der Kamera? Wenn ich jetzt nach rechts laufen würde, sollen wir das mal kurz probieren? Genau. Oder warte mal. Ja. Wie sind die Kameraeinstellungen? Ja, spannende Frage. Ach komm, ist egal, ne? Wir schaffen es jetzt gerade irgendwie nicht auseinander zu laufen. Ja. Wie geht's bei A? Jetzt weiß ich mal, wie es schnell laufen geht. Mit B. Wow. Ja, wir haben gerade schon die elektronische Bedienungsanleitung angeguckt, aber ich weiß nicht, das war irgendwie so kompliziert. Mhm. Die ist schon direkt honigwarm. Honigwarm? Das sind Bäume. Das sollen Bäume sein? ich würde sagen, du nimmst mir einmal das Katzenkostüm hier. Ich hol's mal für dich raus. Oh Gott. Boah, das erste Mal in Katzenform. Episch. Geht das? Boah, hab schon den ersten Angriff raus. Nee. Ja, wie hast du das gemacht? Einfach killen halt, also B drücken. Dann macht er hier so ein... So, ja doch, das hatte ich auch schon rausgefunden, aber... So ein Salto. Und wenn man hochspringt und B drückt, dann macht der so coole Sachen. So, und was, wie kann man jetzt... Boah, episch. Schon die nächsten? Ach ja, genau. Aber es gibt ja auch, Starcoins, ne? Ah, und mit B klettert man noch hoch. Und ich glaube, ich bin hier schon auf einer ganz guten Fährte. Aha, da haben wir einen... Stern, einen grünen Stern. Ja, den habe ich jetzt schon geholt. Und irgendwie komme ich. Hey! Du bist in der Blase. Ja. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Kannst wie kann ich. Oh ne, ich kann mich einfach so da rausbefeuern. Boah, ich merke schon, das ist gar nicht mal. Ja, oh fuck, heißt, ich rutsch runter. Das heißt nicht so einfach. An die Steuerung muss man sich erstmal gewöhnen. Ja, also ich das, bin. Ja, ich habe dich rumgeknallt. Ja, schön. Nein, ich habe mein Kostüm verloren. Ja. Scheiße. Ja.
ich bin da rein. Und ich, ja. Ist wie bei Donkey Kong. Mhm. Da wird man gleich mitfördert. Und Geronimo! Was ich natürlich hoffe, ist, dass wir im ersten Level alle Starcoins finden. Ja. Hier ist eine Fee. Eine Aussichtsfee. Ja, komm. Sprechen wir mal an. Geht das? Oder so wie vielleicht? Geht das? Keine Ahnung. Oder wir müssen es einfach da drauf stellen, genau. Aha. Ah. Ich kann es mit dem Wii U Gamepad machen. Jedenfalls ein bisschen. Und man sieht schon das Ziel. Aber da wollen wir natürlich noch nicht hin. Wir wollen erst noch die zwei Sterne finden. Und ich denke mal, da oben wird einer sein. Können wir jetzt einfach so weg, okay? Boah, können wir uns jetzt diesen Hasen schnappen? Hier gibt's die Hasen aus Super Mario 64. Ey, warte mal. Warte mal. Ja, okay, dann los. Wir schließen ihn einfach rein. Bim! Bim! Bam, ich hab ihn. Ach so. Und der gibt auch gar einen Grünstern. Der schiere Wahnsinn. Unglaublich. Und da ist eine Glocke. Ja. Beziehungsweise das Katzenkostüm. Ich muss schon sagen, diese Attacke ist mega cool hier. Diese. Ah, jetzt habe ich sie gerade nicht geschafft. Boah, du bist voll der Fanboy. Kommst du hoch? Voll der Mario-Fanboy, ja. Boah, fetter Hase, Mann. Komm her. Ja, boah, ich hab den. Was? Ey, Junge, lass mich. Ups. Du hast beide genommen. Sorry, ich wollte das nicht. Gemein. Ja, dann zerstör mal alles. Wie wär's? Na gut, ne? Und den Hasen? Boah, den fange ich mir, glaube ich. Den habe ich nicht, den hast du zerstört. Dann vielleicht da noch. Ja, genau. Ja. Boah, vielleicht haben wir jetzt schon was verpasst. Oh. Wie lange hält der denn? Boah, ja, wollte auch gerade sagen. Kann man die eigentlich auch mit der Katze zerstören? Ja, die kann man auch mit der Katze zerstören. Gut. Yay, yay. Boah, ist gerade schwer, sich so ein bisschen zu einigen. Jetzt bin ich in der Blase. Wie mache ich das? Ey, was soll das? Sorry. Chill mal. Da ist noch ein Katzen. Kostüm. Komm her. Ich weiß. A drücken. Scheiße, das war der einzige Knopf, den ich nicht gedrückt habe. So, jetzt habe ich hier gerade schon gesehen. Hier kann man rein. Oh, cool. Das erste richtige Secret hier. Ist da vielleicht der dritte Grünstern? Eventuell? Boah. Glaub nicht. Nee. Das wäre natürlich ein Ding. Oh nein. Hätten wir es schon verpasst. Ach komm, da, wir haben doch noch nicht verpasst, oder? Da oben ist das Ziel und ich denke, hier hätte man eine Arschbombe drauf machen müssen mit dem riesigen Mario. Echt? Dann müssen wir das Ganze normal machen. Ja. Kommen wir jetzt mal hoch. Ich hab's befürchtet. Ja, ist ja nicht schlimm. Hui. Ich fange ja gerade erst an hier. Mhm. Warte, vielleicht nochmal die Bäume abchecken. Das kann auch mal sein. Naja. Ja, wer weiß, ne? Ja, ich. So, bam! Ist brandneu rausgekommen, ne? Da muss man sich erst dran gewöhnen. Ja, und ja, ich vergesse immer das schnelle Laufen. Komm, gib her, ey. Psst. Als wenn, Joshua. Ich will doch noch einen Pilz immerhin. Ne? Ey, was, wie holt man sich denn das so mit Minus? Ja. Kann man jetzt hier eigentlich so, ne? Tatsächlich. Ja. Man kann einfach so hochklettern. Wie in den Trailern gezeigt, finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Soll irgendwie so eine Art Belohnung sein dafür, dass man das Katzenkostüm behalten hat. Wow. Naja. Wow. Episch oder auch nicht. So, ja. Naja. So, jetzt können wir das. Was? Ach so, es gibt so einen Score. Und ich habe natürlich eindeutig gewonnen. Ich habe eindeutig gewonnen. Ich kriege keine Krone. Was habe ich getan? Boah, ich habe eine epische Krone auf. Mhm. Und jetzt müssen wir nochmal rein und diesen. Ja. Ach, und die goldenen Fahnen gibt's auch. Also, wir machen 100% Let's Play, würde ich mal sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ja. So, und dann holen wir eben jetzt noch die letzten. Ich will mal Starcoin sagen, aber das ist ja eigentlich ein Stern, ne? Das ist ja ein richtiger Stern, so, und jetzt waschen wir mal so ein bisschen, komm, ne? Mhm. Das sehe ich jetzt hier nicht ein, so richtig so, bäm, komm. Mhm. Ja, aber mir, ich meine, in dem Spiel gibt's auch Stempel. Stempel? Ja, Stempel. WTF. Habe ich irgendwie gehört oder hat mir irgendjemand gesagt, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Aber jetzt ist die Frage, zählt das auch zu den 100% und wo gibt's die und was auch immer? Das könnte man uns vielleicht mal sagen, aber. Na, oder, na, wir finden's lieber selber raus. Echt? Ja, ich glaube schon. Komm. So. Oh Mann, jetzt will ja nicht hochklettern irgendwie. Was ist denn los, Todd? B. Oder naja, nicht B, du spielst ja mit dem Gamepad, ne? Ja, ich weiß, wie man springt. Bäm. Du wirst einfach reingestopft, so durch. Ja. So richtig. So, jetzt wissen wir aber, glaube ich, wo das ist, ne? Ja, ja. Also mit dem Riesenpilz irgendwie. Ja. Oh. Sind wir da unten gerade in die Röhre gegangen? Nee, ne? Oh Gott. Das wäre jetzt richtig. Warte mal. Lass das vorher mal machen. Genau. Das wäre jetzt irgendwie richtig bitter. Guck mal da. Das oh, da ist der Stempel. Da ist dieser Stempel. Okay. Ja. Wie auch immer wir das übersehen konnten. Keine Ahnung. Was bringt der überhaupt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist einfach nur so ein extra. Jetzt muss ich da irgendwie. Ah, okay.
Vielleicht schaltet man ja irgendwas damit frei. Kann gut sein. Bestimmt einen Brief mit einem Stempel. Keine Ahnung. Aha. So. Ah ja, den Riesenpilz, ne? Genau. Da war ja was. Wir stellen uns direkt mal richtig blöd an. Aber naja. Das klappt super. Ja. Juhu. Und komm, lass mich auch mal dahin. Mhm. Wo ist der jetzt? Ach, da der Hase. So. So, jeder einen. Ab geht's. Ja. Okay. Oh, ich hab eine richtig geile Krone auf. Wie die einfach viel zu klein ist. Genau, wie die einfach nur viel zu klein ist. Die Proportionen stimmen mal überhaupt nicht. So, Arschbombe. Bäm! Und hier ist tatsächlich der letzte Grundstern. Klar ist der, ja. Wohin auch sonst? Mhm. Diese Boxen gibt's anscheinend auch. Okay. Mhm. Ist halt der Nachfolger von Super Mario 3D Land, wer hätte es gedacht? Das merkt man auch eindeutig, also. Ey, cool. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Ich glaub B. Einfach nur alles geht irgendwie mit B. So, jetzt kommen, wir haben schon alles und BÄM! Wie bei Mario Bros. Da haben wir uns ja auch immer gegenseitig immer auf die Arme genommen. Naja, oder auf die Fahne geschummelt. Genau. So. Jetzt kommt das zweite Level. Sag unglaublich. An. Unglaublich. So. Boah. Ach, das ist der Stempel. Es gibt viele. Das gibt viele. Und wer ist jetzt der Bessere? Ich hab die letzten Münzen eingesammelt. Ach so, es geht darum, wer die Münzen einsammelt. Ich glaub schon. Also, ja. Ich meine es jedenfalls. So. Da sind irgendwie Items, kann das sein? Auf der Overworld? Das war der gleiche Block, den ich gerade auch schon angestoßen habe. Da waren Münzen. Okay. Oder eine. Dann hau mal raus, nächstes Level. Ja, das wollen wir natürlich auch nur hier noch machen. 1, 2, Ärger in der Koopa-Grotte. Ja, es die Level haben Namen. Genau. Boah, uns fällt ja so viel auf, ne? Ja, beim ersten Level ist mir das nicht aufgefallen. Nee, mir auch nicht. Boah, und ich muss auch sagen, die Grafik ist geil, ne? Also, wird jetzt der ein oder andere meinen, beim Mario-Spiel muss man gar nicht erst anfangen, um Grafik zu reden, aber ich weiß nicht, ne? Kommt mir vielleicht auch nur so vor, weil ich ja vorher Mario 3D Land gespielt oder Let's Play. Warte mal. Komm her. Ja, jetzt geht er ab, der Panzer. Ui. Auch ganz neu hier, ne? Was ist jetzt der Panzer? Dass es hier so Dingsblöcke gibt hier, so lila Blöcke. Und was genau bringen die? Ich kann die mit dem Gamepad zerstören. Echt? Ja. Cool. Also das Gamepad ist jetzt auch mal wieder ein bisschen vorhanden. Das ist auch ein Pluspunkt. Macht das Spiel aber vielleicht auch ein wenig einfacher, kann das? Gehen wir hier unten her. Klar. Boah. Nee, aber was ich auch noch zur Grafik sagen wollte, hier sind irgendwie so, ich weiß nicht. Die Lichteffekte wurden stark. Ey, man kann die Krone verlieren. Wer ist denn das denn angestellt? Ich weiß nicht, ich bin ungeschickter Spieler. So. Ui. Boah, was geht? Was eine Abkürzung. Hä, ich bin tot? Du bist tot! Was kann ich denn dafür, wenn dieser scheiß Goomba, dass ich da einfach. Was? Okay. Ja. Ne, jetzt habe ich die Krone. Und ich merke auch gerade, wir haben Leben zusammen. Ja? Oh, ist ja. Auch. Ja. Ein bisschen anders. Und irgendwie glaube ich, dass wir was verpasst haben. Das glaube ich irgendwie auch. Ja, jetzt bist du da schon reingegangen. Ja. Ich wollte mich nochmal umgucken, ne? Wir können nochmal zurückgehen, glaube ich. Echt? Oder? Warum nicht? Warum nicht? Ach so, Wandsprung gibt's auch. Stimmt. Ja, ist eigentlich mehr oder weniger klar gewesen, aber das hier ist sowieso. Das ist der erste Stern. Ja, das ist der erste, genau. Ach komm, halt dich doch fest. Ich hab's auch nicht geschafft. Warte, man kann vielleicht hier. Oh, sorry, das tut mir leid. Das tut dir verdammt leid. Komm, ich will da rein, Mann. Ah, ja, das geht. Ja. Kann man da vielleicht hoch? Ja, würde ich auch sagen. Warte, nochmal da rein. Immer so, wusch, ist wie irgendwie so eine Abwasserleitung. Das sind Röhren. Ja, Ich glaube, das wird nichts. Nee, da ist nichts. Da ist gar nichts. Gar nichts. Nothing. Oh, darf ich das aktivieren? Nö. Hier fängt schon an mit dem krassen Teamwork, was bei uns beiden immer stets vorhanden ist. Sicher. Wow, ich habe gerade diesen geilen Seitwärtssprung gemacht. Wie geht der denn nochmal? Ja, an eine Seite laufen und wie wär's mal, wenn du in diesen Kasten da reingehst? Ja, wollte ich auch gerade machen. Ich war mir nur gerade unschlüssig, weil es ja mehrere Wege gibt. Also, oh, hier gibt's anscheinend was. Nee, vielleicht sollten wir die lassen. Wieso lassen? Wir müssen die 100% besiegen. Ach so. Ich dachte, wir müssen auf diesen Schalter drauf oder so. Aber das war gar kein Schalter. Die Challenge ist, steige auf den Schalter. Ich versuche mal da hochzukommen irgendwie. Da ist auf jeden Fall was. Ja. Können wir aufeinander spielen? Ja, komm, Teamwork jetzt. Teamwork. Come on. Alter, was ist das denn? Was gibt's denn hier für Sprünge? Drehsprung. Na, trotzdem, wir kommen ja nicht wirklich hoch, ne? Ich geh erstmal da runter und du gehst einfach da weiter. Mhm.
So, guck mal, ich hab die Gummas voll verarscht. Yay, Feuerblumen. Warte mal, ich glaube, ich komme da trotzdem hoch. Wieso sind die so klein? Einen Moment, ich möchte es mal versuchen. Ja, schon klar, ich komme ja hoch. So, ja. Was? Oh Mann. Oh mein Gott. Ja, yeah, Feuerblume. Wir sind beide schon in den ersten zwei Leveln gestorben. Das ist eine krasse Bilanz. Ja, und irgendwie, ich kann das Spiel auch noch nicht so gut, aber das ändert sich noch. Das ändert sich alles noch. Ich hab's geschafft. Wie denn? Ja, dreimal geh mal weiter, geh mal weiter. Geh mal weiter nach links erstmal. Du musst von dem Hügel ausspringen, ja, ist auch jetzt egal. Geh mal weiter. Oh Mist. Scheiße. Mist. Yes! Das hat's natürlich gebracht. Ja, komm, wir können beide da hoch. Wir haben ja genug Zeit. Ja, stimmt. Die Zeit ist nicht so knapp, ne? Nö, nicht wirklich. Wie wär's, wenn wir da oben... So. Du nimmst Anlauf und springst vom Hügel aus. Hä? Du kannst auch... Ja, ein bisschen vor dem Hügel Anlauf nehmen und dann... Ach so. Und... Jump! Ja, siehst du? Gehen wir nochmal zusammen nach links? Ja, komm. Ich auch, wenn ich jetzt nicht... Machen wir. Ehrlich gesagt, daran glaube, dass hier was ist. Das ist ja bei den alten... Wie unnötig. Wir hätten auch von da oben, da hinten da hochgekonnt. Ja. Ist ja bei den alten Spielen so. Guck mal, ich bin schneller. Warum? Oh no! Weil das trotz spezielle Fähigkeit ist. Ja, dann geh mal... Oh, geh mal da rein. Ja. Kann das vielleicht sogar ein Secret Exit sein? Vielleicht. Geh mal rein. Ja, hatte ich vor. Tatsächlich. Oh, ein Bonusraum. Bonus. Wow. Dann hau mal raus. Oh, fuck. Ach, du Scheiße. Krone. Ach, du Scheiße. Ja. Ach, kann ich dich auch irgendwie treffen, dass ich dann die Krone bekomme, oder was? Ja. Ja, ehrlich gesagt geht's mir jetzt gar nicht so richtig darum. Nee. Mir eigentlich auch nicht. So, komm, tschüss. Ah, schade, ich dachte, da gibt's den dritten Grünstern, aber gut. Ja, wir sind doch noch gar nicht so weit im Level, habe ich so den Eindruck. So. Es gibt doch noch so viele Sprünge, ey, glaube ich. Oh. Okay. Ach so, man kann noch. Ah, man kann ja, so. Ja, man kann das steuern. Geil. Ui. Einfach mit dem Steuerkreuz oder Nunchuck oder was auch immer. Oh yeah, wusste ich. So, rein da. Geil, oh, und da ist der Stempel. Ui. Ja, gut, ne? Ist auch eine nette Sache, ne? Boah, Alter, da wollte ich nicht rein. So. Das ist ein bisschen nervig. Der geht da wirklich immer bei jeder Kleinigkeit da rein. Da oben ist nichts, ne? Naja. Nee, das kann man. Oder? Warte mal. Hä? Ich kann es ja mal mit der Katze ausprobieren. Ich kann hier mal hier. Genau, hol sie und kletter hoch. Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder zu dir geportet. Ey, Mann, ja. ich gehe down hier. Jetzt mach dich mal da raus. Ja, ja, ist ja ey, gut. Da ist ja ein Grünstern. Mach die mal K.O. mit deiner Attacke. Yay. Wir haben alle. Stimmt. Oh, ja. Abkürzung, hast du gesehen? Irgendwie habe ich aber dieses... Joshua, ich wollte da gleich noch mal hoch, um zu gucken, ob das nicht doch ein Secret Exit ist. Da ist kein Secret Exit. Im zweiten Level ist doch meistens ein Secret Exit, oder? Ja, stimmt. Ja, das ist ja so Mario-Regel. Scheiße. Ja, wir stellen uns noch ein bisschen noobig an, merke ich aber. Hey, warum? Wir haben noch alles. Ich meine, weil ich jetzt zum Beispiel in die Gegner reingelaufen bin und so. Ja, das ist... Ich muss mich sowieso total umgewöhnen. Töte ihn. Wow. So. Gerade klasse Sprung von mir. Warte. Das wird nichts. Nein! Was mache ich eigentlich? Also die Kontrolle stimmt noch nicht ganz. Nicht so wirklich. Ja. Yeah. Yeah. Ich habe bestimmt wieder gewonnen, oder? Ach ja. Du mit deinem... Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Hurra, yeah. Und... Nein! Er hat die Krone. Ja. Warum auch immer. Drück mal weiter. Ich verstehe das noch nicht ganz. Du hattest doch das ganze Level über die Krone auf, oder nicht? Ja. Ach ja, wir müssen ja goldene Fahnen holen. Ja, eben. Mhm. Ah, die kann man auch gut nachholen. Was? Zur Hölle? Okay. Was sucht der da? Da ist ein Chuck auf der Oberwelt. Lass den mal killen. Ja, das können wir noch eben machen. Oh, dafür kriegt man sogar einen Grünstern. Mhm. Geil. Ja, vielleicht soll das diese Bonus... Aus dem Weg, Football Chucks. Vielleicht soll das diese, Bonuskisten aus 3D-Land ersetzen. Wie besiegt man die? So. Ja. Einfach draufspringen, ne? Ja. Ich weiß nicht. Für mich wirkt das hier Ganze noch ein bisschen ungenau. Jedenfalls vom Control-Stick her, aber ist wahrscheinlich Einbildung. Mhm. Ja, ich mag dieses Schnellrennen-Prinzip noch nicht so, weil mit B schnell rennen. Na. Oh mein Gott. Ja, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ach, dafür gibt's auch eine Wertung, ist klar. Ja, ja. Und der Master behält die Krone.
So. So. Die muss man sogar besiegen, sonst geht's gar nicht weiter. Okay. Ja, ich würde jetzt aber sagen, wir beenden an der Stelle den Part. Ja, genau. Wieso nicht? Vielleicht müssen wir nochmal gucken, ob hier noch was ist. Vielleicht machen wir es aber auch offscreen, weil wir sowieso noch die goldene Fahne brauchen. Und dann. Und ja, dann geht's zum nächsten Level, ne? Ja. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis denn. Und ciao.